Ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor, und heute soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach eine solche Animation hier in Photoshop realisieren könnt mit euren Bildern und Grafiken. Falls ihr im 2D- und 3D-Bereich auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst mir gerne ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir auch in die Kommentare, falls ihr euch noch weitere Tutorials wünscht. Lasst uns also jetzt direkt hier starten mit einem neuen Dokument, damit wir alle auf demselben Stand sind. Ich erstelle das mal an der Stelle und gehe auf Datei, Skripten und dann Dateien in Stapel laden. Über Durchsuchen kommen wir dann zu den Bildern, die ich hier an der Stelle schon mal vorbereitet habe, beziehungsweise den Bildern. Die Bilder sucht ihr dann raus, die ihr mit der Kamera, mit der Handykamera, kann man mittlerweile solche Reihenfotos schießen, die ihr dann an der Stelle geschossen habt. Einmal auf OK bestätigen. Ich hatte die mit Shift markiert, damit man alle drin hat. Und dann einmal auf OK. Er lädt die hier an der Stelle rein. Bei mir dauert es eine Sekunde länger, weil das noch die Originaldateien aus der Kamera sind, die ja mit etwas größerer Auflösung geschossen wurden. Wenn er die alle hat, dann können wir hier einmal an der Stelle die Bildgröße reduzieren. Bildgröße. Da gehe ich einfach auf 600 Pixel, weil das für die GIF-Animation an der Stelle bei weitem reicht. Mit Alt und dem Scrollrad zoome ich hier einmal rein. Und jetzt kann ich hier auf Fenster, Zeitleiste gehen. Fenster, Zeitleiste, die war bei mir schon aktiviert, deswegen der Haken eben bei mir, Zeitleiste. Jetzt ist die Zeitleiste da und dort kann ich, falls ihr noch nicht auf der Frame-Animation seid, einfach auf Frame-Animation wechseln hier, Frame-Animation erstellen. Und dann nimmt er hier das erste Bild, legt das hier in die Zeitleiste rein als die Animation und dann können wir ganz einfach über diesen Button hier den Rest auch reinholen, Frames aus Ebenen erstellen. Und dann lädt er die Bilder hier rein und wir haben bereits unser fertiges GIF. Einfach mal auf Leertaste drücken und das Ganze abspielen. Er ist bei mir hier im Modus unbegrenzt, das heißt, er spielt diese Animation bis zum Übelwerden ab. Man kann hier auch auf dreimal begrenzen, man kann auf einmal begrenzen, sodass er das nur einmal bzw. dreimal abspielt. So, dann ist er durch. Und wenn wir das Ganze jetzt noch exportieren wollen, dann müssen wir ganz einfach auf Datei exportieren und dann für Web speichern gehen. Und dann können wir das Ganze hier als GIF speichern, und suchen uns einen Ort dafür ab. GIF Tutorial. Und dann nennen wir es GIF.GIF meinetwegen und speichern. Fertig. Jetzt, wenn wir das hier an der Stelle öffnen würden, das GIF, dann haben wir unser fertiges GIF. Und ich wünsche euch damit viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Tutorial.